und weiter geht's. Natürlich sind wir noch an der Stelle mit dem mobilen Feuerzeug, wie wir gemacht haben. Und töten erstmal diese dummen... Nein, tun wir nicht. Wir laufen einfach von denen weg. So. So, kann man die irgendwie anzünden? Hä? Moment mal, da hinten war ich auch noch nicht. What is that? Eine Schale? Hä? Ich denke, ich denke schon wieder zu kompliziert. Irgendwie muss man das doch anzünden können, denke ich. Und was soll man mit der Schale da hinten machen? Was soll man mit der Schale da hinten machen? Das würde mich auch interessieren. Was man mit dieser komischen... Okay. Schlage ich einfach mal Just for Fun drauf und schon passiert. Was? Und schon habe ich die Glyphe... LOL. Beim nächsten Mal schlage ich auch immer... Ich schlage jetzt ab sofort immer auf... alles drauf und denk nicht mehr kompliziert. Hey, damit hätten wir alle Glyphen. Mal gucken, wie die aussieht. Ich würde behaupten, das ist mit Abstand die geilste Glyphe. Ich mag Feuer, deswegen. Außerdem ist es cool, wie er wum wum mit den Händen macht und dann erst dieser Effekt kommt. Das hat echt was. Wow, so ein Gebiet für eine Glyphe. Okay, ich sollte mich nicht mehr wundern, warum mit diesen großen Gebieten für eine Glyphe. Okay, das war eh jetzt die letzte Glyphe, aber... Leuchtturmgebiet, das Gebiet hier ist auch relativ groß. Dann das mit dem Totenschädel, also... Gebiete für Glyphen... Da haben sie sich echt was einfallen lassen. So... Jetzt fehlt eigentlich nur noch mal kurz Dumas Gebiet da abzugrasen. Es war doch Duma, oder? Und dann können wir auf die Suche nach Kane gehen. Und wo es weitergehen mag. Natürlich, demnach. Ja. Ob die Glyphe vielleicht endlich mal... Ich glaube nicht. Weil ich guck einfach mal, weil ich... Mich wundert es, dass noch keine Glyphe unter meinen Vorschaubildern auswählbar war. ihr werdet es ja sehen, aber... Oder war eine? Ich meine nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch nicht bei dem Ändern. Bei dem Vorschaubild war das als Möglichkeit. Es ging doch hier lang, oder? Oder nicht? Nee. Wo geht's denn bitte zurück? Ja. Gut, dass ich weiß, wie man zurückkommt. Nicht. Ja. Gut. Aber ich habe einen Feuersolver. Das freut mich. Dann muss man irgendwo hier unten, da wo die Tür war, herkommen. Das andere bleibt ja einem nicht als Möglichkeit. Oder? Äh?
Also jetzt hier gleich links. Was anderes würde mir nicht mehr einfallen. Ja. Man könnte auch einfach das Portal benutzen, aber ich bin jetzt zu voll dafür. Ich laufe lieber. Und lass mir meinen Feuersoul wieder wegnehmen. So. Bleibt mir nur noch Dumas Klanggebiet. Als letzte Möglichkeit. Mir fehlen immer noch 3 Splitter. Aber mir fällt auf, in Dumas Klanggebiet habe ich da überhaupt was Optionales bis jetzt gefunden. Und irgendwie fehlt mir so das... was wollte ich jetzt sagen? Mir fehlt mir die... Dass man mit dieser, mit der Fähigkeit von Duma... Es war doch hier Duma, oder? Mit Namen merken bin ich schlecht. Dass man diese Fähigkeit irgendwie öfter einsetzen muss. Um später, um in optionale Gebiete zu kommen. Irgendwie musste man größtenteils Rahabs Fähigkeit benutzen. Mit dem Schwimmen. Wenn man das mal so sagen darf. Hier ist nichts. Wieder und wieder nichts. Wenn hier was Optionales ist, dann fresse ich einen Besen. Nein, tue ich nicht. Trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob es hier überhaupt was Optionales gibt in diesem Bereich. Ja gut, genau da, wo die Blöcke hingeschoben habe. Da oben kommt der Block her. Und was haben wir da hinten? Auf der anderen Seite oben. Nichts außer dieser Glyph-Energie. Zum auffüllen. Mal gucken. Hier haben wir ganz sicher nichts. Obwohl, was war hier unten? Moment mal. Mir fällt ein Bereich ein, wo hier in diesem Gebiet... Ich hasse diese Viecher. In dem... Oh. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. In dem ich nichts machen konnte. Ein Gebiet fällt mir da ein. Euch auch? Noch, ihr habt noch ein bisschen Zeit zu überleben. Weil gleich bin ich da. Nicht mehr viel Zeit. Didim. Ja, und hier kommt natürlich auch der Tipp, wie das geht. Ja, ist klar. Was? Ich will zurück. Feuerglyphe. Boah. Brennt. Ihr niederen Wesen. Also hier hätten wir anscheinend nichts. Aber ich guck mich mal um. Aber es ist genial, in einem Bereich, wo man eigentlich nicht mehr nach Dumas Tod eigentlich wieder hinläuft, kommt
Der Tipp, wie das geht. Oh je. Yeah. Ein Splitter! Und... Bam! Bleibt nur noch ein Gebiet hier in diesem Ding. Fehlen nur noch zwei Splitter, die könnte man echt auf dem Weg finden zu Kane, denke ich. Ich will mich aber auch nicht festlegen. So, die Tür geht eh wieder zu. Ist immer so. Aber hier haben wir auch nichts. Hahaha. Habt ihr echt gedacht, ihr könntet mich töten? Ey, wie ich liebe die Glyphen. Die machen das Leben viel einfacher. Ich müsste meine Glyph-Energie öfter auffüllen. Dann. So. Hier hätten wir dann auch nichts mehr. Also den drehen wir den wieder zurück. Zum Anfang. Düdüm. So, da haben wir ja doch noch was gefunden. An optionalen aber was natürlich genial ist an diesem Raum hier, man muss nur Duma befreien, weil sonst ist hier nichts. Da ist eine große Figur, da ist eine große Figur und das war's. So ein Riesenraum für Duma. Also genial. Und da hätten wir auch wieder Blut. Hier haben wir überall Blut. Obwohl in diesem Spiel alles Blut, wenn man jemanden killt, zensiert wurde. So bescheuert. Ach nee, gleich muss ich die Ebene nochmal wechseln. Weil ich was gucken wollte. Dammit. Also, hier hätten wir dann, glaube ich, nichts Optionales. Oder gibt es da oben irgendwo was Optionales? Ich bin da oben nie rumgeturnt auf diesen... bla. Lüftungsschächten. Bis auf, dass es da oben eine... Glyph-Energie zum Auffüllen gibt, denke ich, war's das. So. Hey, obwohl, nein, ich muss nicht mehr die, ich muss nicht die Ebene wechseln. Aber. Trotzdem ist es interessant zu wissen, ob da hinten oben was ist. Anscheinend nicht. Ja, hier kommen wir da oben hin. Wir wollen aber weiter nach da. Ja. Dann bleibt nur noch ein Bereich, der mir einfiele, wo ich hingehen muss. Und wo es weitergehen könnte. Ich habe jetzt alles geguckt. Hier haben wir ja auch nichts mehr. Stimmt's? Nein. Nein. Und da hinten kommen wir nur in diesen anderen Raum wieder. Ein Gebiet, wo es weitergehen könnte. Oh, Glyph-Energie. So. Kann man den auch aufladen? Und bam. Ob das mehr bringt, weiß ich nicht. Ich denke ja,
aber ich will mich nicht festlegen. Ist das eigentlich Schnee oder Asche? Ja, das ist eine ernst gemeinte Frage. So. Hier hätten wir nichts. Was hätten wir hier? Nur zum Feuer, wie wir machen. Das Teil, ja. Dann sind wir auch gleich da, wo ich vermute, wo es weitergeht. Indem man dieses komische Ding da dreht. Was anderes würde mir nicht als Idee einfallen jetzt, wo es weitergehen könnte. Aber das war's auch gleich mit dem Part. Noch 3 Minuten circa. Ja. Oh Gott, was haben die hier hingebaut? Naja, auf jeden Fall testen wir das jetzt. Muss man das irgendwie noch. Was anderes würde mir aber auch nicht einfallen. Ich hätte einfach nur einmal anders rumdrehen müssen. Egal. Auf geht's. Die letzte Schlacht steht bevor. Erstmal hier oben lang. Ja, Portal. Welches ist das? Das. Fehlt nur noch das mit dieser Uhr oder so, stimmt? Kam das echt als letztes mit der Uhr? Ich dachte, das wäre davor gewesen. Okay. Hat nichts gesagt. Okay, das ist das vorletzte Portal. Eins kommt noch, bestimmt kurz vor dem Kampf. Was anderes wäre für mich unsinnig. Oh. I hate you. Und... Stirb, du Drecksgeburt. Ha. Pound. Jetzt gucke ich mich aber auch hier in jeder Ecke um. Und jetzt? Was habe ich zu tun? Muss ich irgendwie diese ganzen Kristalle kaputt machen? Nein. Das ist, wenn man die Glyphe hier bräuchte, dann wäre es lustig. Aber es wäre auch nervig, aber trotzdem, wie komme ich hier weiter? Brauche ich das Ding hier vielleicht sogar? Nö. Spektral? Bringt nichts. Wir killen kurz das Vieh. Obwohl, warum killen wir das jetzt?
weil der Part ist jetzt hier eh vorbei. Deswegen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Soul Reaver. Und dann kümmern wir uns um die Tür. Ich bin euer K. Indiana Jones.